Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest hier zu einem neuen Lotus-Video hier auf diesem Kanal. Eine neue Karte ist im Steam Workshop erschienen, eine neue alte, könnte man eher dazu sagen, denn es ist die Berlin-Linie 67. Ja, der ein oder andere wird das noch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Die Berlin-Linie 67 fuhr damals noch von Krankenhaus Köpenick Richtung Freiheit und wieder zurück. Diese Karte ist jetzt allerdings offline genommen worden, aus Grund einiger Schwierigkeiten. Ist diese Karte jetzt aber wieder neu erschienen im Steam Workshop und diese wollen wir uns heute anschauen. Diesmal geht es allerdings in die andere Richtung und zwar sind wir heute unterwegs in Schöneweide und fahren heute Richtung FEZ. Das Freiheit- und Erholungszentrum hier in Berlin-Köpenick. Also, wenn ihr dabei sein wollt, solltet ihr jetzt nicht abschalten. Wir stehen hier aktuell auf dem Betriebshof Schöneweide. Und ja, von daher würde ich sagen, wir fahren jetzt erstmal Richtung Sterndamm und dann lassen wir da die Fahrgäste einsteigen. Und dann geht's los. Also von daher, alles einsteigen bitte, zurückdrehen und weiter geht's. So, ich hoffe, jetzt passt der Ton auch so ein bisschen. Es ist echt laut immer. So. So, die Karte wurde gebaut von der Mike. Wie gesagt, er war damals schon für die Berlin-Linie 67 verantwortlich gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand sie eigentlich großartig, diese Karte. Weil sie halt doch einen relativ hohen Wiedererkennungswert hatte. Und zwar sind es natürlich nicht die Originalobjekte, was aber selbstverständlich ist. Denn ja, nicht jeder ist jetzt, ich sag mal, so drinne, der jetzt sich hier eigene Objekte bauen kann oder sonstiges, ne? Also muss man da halt so ein bisschen auf den Workshop-Content zurückgreifen. Weshalb mittlerweile die ganzen Strecken echt viel Zusatzcontent brauchen. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil man eigentlich eine riesen Latte davon irgendwie runterladen muss, damit man das Ganze halt spielen kann. Habt ihr irgendwas nicht, werden Objekte zum Beispiel nicht dargestellt oder die Karte wird erst gar nicht richtig dargestellt. Das ist natürlich immer so der Nachteil. Gerade wenn später mal irgendwann mal die Objekte nicht mehr im Steam Workshop verfügbar sind, ja, habt ihr da ein kleines Problem, wenn ihr diese Objekte natürlich nicht mehr habt. Also von daher, es wird immer mehr. Und man merkt es ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt hier eine neue Karte runterlade, wie viele Sachen man da mittlerweile aktiviert haben muss, ja, damit die Karte halt ohne Probleme funktioniert. Gerade wenn man eine eigene Karte baut, wird es nachher richtig unübersichtlich, weil man halt nicht unterteilen kann, welche Zusatzcontent benutzt man, welchen benutzt man nicht. Ich fahre jetzt einfach, weil hier scheint das Signal nicht zu funktionieren. Und ja, auf jeden Fall verliert man irgendwann den Überblick. Genau, hier ist der Spielplatz. Richtig, richtig gut. Jetzt auf der anderen Seite sind so eine Art Passagen, da steht ein alter Straßenbahn drin. Das ist so ein Imbiss, so ein Imbisswagen oder sowas. Das finde ich ziemlich cool. So, schauen wir mal, ob wir hier nach rechts kommen. Das war gerade mega knapp. Uiuiui. Ui, ui. Oh. Ja. Performance hat er schon gesagt, die ist ein bisschen heftig. Gucken, er kopiert noch in den RAM rein. Jetzt ist finished. So, hier haben wir die Brückenstraße. Die ist damals für Autos in diese Richtung gesperrt gewesen. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Genau, hier links. Da habe ich früher mal gewohnt, in der Straße. Ich glaube, die hieß damals Fließstraße oder sowas. Oh Mann, das ist auch schon Jahre her. Mein Gott, wie die Zeit vergeht.
Hier war auch früher mein und vom Ice Dragon der Computerladen gewesen. Hier haben wir uns immer unsere Computerteile gekauft, hier in der Brückenstraße. Ah, das ist so toll. Wenn man diese Strecken tatsächlich auch dann wiedererkennt, ja, ist es schon echt super. So, jetzt haben wir hier S-Bahnhof Schöneweide. Und die Schnellerstraße muss ich jetzt tatsächlich jetzt vorbeifahren heute. Weil es ist überall Baustelle gefühlt. Es ist einfach überall gefühlt Baustelle. Es war damals auch übrigens die erste Linie gewesen. Oh, was ist denn jetzt hier los? Lädst du noch nach? Oder denkst du dir jetzt, ich habe keinen Bock mehr? Ah. Damals auch die erste Strecke, die damals erschienen ist für den Microsoft Train Simulator. War ja auch schöne Weide. Marzahn war das. Und hier oben haben wir die S-Bahn-Gleise. So. Mit abgesenkten Bordsteinen hier teilweise auch. Ja, viele Busse hier. Das ist die Wendeschleife jetzt hier in Schöneweide. Und jetzt können wir eigentlich gleich zurücklegen. Richtung FEZ. Wir hätten natürlich auch aus dem Betriebshof rausfahren können. Ne? Und dann gleich Richtung FEZ. Aber dann hätten wir das Ganze hier zum Beispiel verpasst. Ich habe natürlich den Mike auch schon bereits gefragt, ob er plant, hier auf jeden Fall weiterzubauen. Und natürlich plant er hier weiterzubauen. Dass wir hier irgendwann vielleicht mal zukünftig die Linie 67 hier auch richtig drin haben, hier in Lotus. Das wäre natürlich schon eine relativ geile Sache. Denn, wenn man mal so sagen muss, fertige Linien sind bis jetzt aktuell noch nicht viele. Noch nicht viele. Und auf jeden Fall ist er jetzt schon beim FEZ angekommen und hat somit schon über die Hälfte der realen Linie schon abgeschlossen. Also wenn man sich mal überlegt, jetzt kommt denn nur noch soweit hier das Union-Gedöns da, dann hast du die Altstadt Köpenick noch und dann bist du ja auch schon wieder fast Richtung Krankenhaus Köpenick. Also hier könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das irgendwann mal eine fertige Linie wird hier auf der Linie 67. Mal schauen, was der Joe da noch zukünftig bastelt. Jetzt aktuell sitzt er ja so ein bisschen fest, kommt natürlich nicht weiter, weil sein Computer natürlich nicht möchte. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht denn mit der Linie 62 denn. Naja, von daher lassen wir uns da am besten überraschen, würde ich sagen. Und schauen mal, wo es jetzt hingeht. So, ich glaube, das ging hier nicht, ne? Ich habe da falsche Route. Hat irgendwas gelesen mit Route 3, soll man hier auswählen?
Ich hab da auch falsche Route. Oh Gott. So, Richtung Krankenhaus Köpenick. Sehr schön, das passt. Alles eingestellt hier. Und von daher würde ich sagen, fahren wir gleich los. Und lassen die Fahrgäste natürlich dementsprechend hier einsteigen. Also wie gesagt, Performance hat er wirklich gesagt, die ist heftig. Ich spiele jetzt auch schon nicht mehr auf den höchsten Grafikeinstellungen hier. Das packt wahrscheinlich mein System gar nicht mehr so. Aber man merkt schon, das ist schon... Aber es war gefühlt schon damals gewesen auf seiner Strecke, die er hatte. Die war ja auch sehr, sehr umfangreich gewesen. So. Dann können wir jetzt hier also alles anmachen. Innenbeleuchtung an. So, schön. Und dann geht's weiter. Los geht's. Ja, warte mal, wir können hier noch ein cooles Bild machen. Das wäre noch eine Idee, bevor wir jetzt hier gleich weiterfahren. So, das ist doch mal ganz nett hier. Ui. Und von daher würde ich sagen, los. Hier an der Ecke war ich früher immer Döner essen gewesen, als Jungspund noch so. Was ich, wie alt war ich da? 12, 13 oder sowas? Da waren wir immer Döner essen gewesen. Das war super. Da hat der Döner noch 1 Euro gekostet, oder 1,50 €. Ja, mittlerweile bist du bei 5 Euro angekommen. Da merkst du, wie lange das schon her ist, ne? Dass du mal einen leckeren Döner hattest. Also das ist schon fantastisch. Und das Schöne ist, man erkennt das wieder. Das sind nicht die originalen Gebäude, aber ich bin auch so einer, der dann halt auch mal sagt, muss nicht immer alles hundertprozentig identisch sein. Wenn wenn die Linienführung stimmt, ja, und so die Bauweise so in etwa so ist, finde ich das vollkommen in Ordnung. Finde ich das vollkommen in Ordnung, ist dann für mich sehr, sehr ausreichend. Viele sehen es natürlich komplett anders, ja. Die haben dann natürlich ein bisschen höheren Anspruch dann halt dementsprechend. Ich habe das jetzt gesehen, wir hatten uns ja im letzten Video uns die Karte Twindau mal angeschaut und da kam dann natürlich gleich wieder so nein, also mit Addons geht gar nicht und hast du nicht gesehen. Tatsächlich bin ich da anderer Meinung. Wenn man natürlich ein Addon besitzt und man kann diese Objekte natürlich nehmen, ja, dann soll man das machen. Auch so eine Frage wie, gibt es eine andere Version, eine abgespeckte Version? Auch da würde ich das Ganze einfach verneinen. Das ist halt einfach, wenn man das Addon nicht hat, kann man diese Modstrecke zum Beispiel nicht spielen. Solange nicht jeder jetzt mit diesen Modstrecken oder mit Bayware-Addons baut, ja, es bleibt die ein oder andere Linie eventuell verwehrt. Das ist ja bei OMSI ist es ja einfach nichts anderes. Ja? Großartige Karten sind entstanden mit Payware-Addons. Und das wird wahrscheinlich früher oder später hier auch in Lotus so sein, wenn jetzt zum Beispiel die nächsten Payware-Addons zum Beispiel anstehen. Also von daher muss ich da ganz ehrlich sagen, ich selbst habe da jetzt nichts gegen, weil ich selbst habe natürlich alle Addons für OMSI und werde mir auch zukünftig alle Addons für Lotus natürlich besorgen, ja. Dafür kaufe ich dann halt aber anderen Kram zum Beispiel, den ich, ja, von irgendwelchen Spielen, wo ich mir so denke, so spiele ich sowieso nicht, weißt? Von daher, da muss ich sagen, kann ich das alles nicht hundertprozentig jetzt teilen und dass ich jetzt sage, so, also mit Payware geht gar nicht. Also ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, man hat das Payware-Addon und man kann diese Objekte halt dementsprechend benutzen. Warum denn nicht? Ja, also ihr habt dann nochmal qualitativ hochwertige Objekte einfach noch.
Aber das ist halt auch wieder nur meine Meinung, ne? Da, wie gesagt, da kann man sich wieder zanken und streiten und hast du also nicht gesehen, ne? Das muss jeder für sich selbst entscheiden, halt dementsprechend. Brückenstraße. Das wird einfach nur großartig, wenn hier nachher noch Leute rumlaufen und ihr mit richtig KI-Verkehr und alles. Ey, oh. Also, ich muss ja sagen, es gibt nicht mehr viele Simulatoren, die mich jetzt absolut umhauen. Ja, also es gibt einfach viel, viel Schund. Ist einfach mal so. Aber Lotus war ich ja von Anfang an so begeistert gewesen. Auch jetzt, ohne dass ich jetzt mich hier einschleimen muss oder sowas, ja. Ich finde, wenn Lotus nachher richtig ankommt, vielleicht in 2 Jahren oder sowas, wenn alles vorhanden ist oder so, ja, dann ist Lotus nicht mehr wegzudenken. Hier schön mit der Brücke mal übers Wasser, das ist auch eine ziemlich coole Sache. Wilhelminenhofstraße, Edisonstraße. Das ist auch großartig mit der Brücke hier. Ah, jetzt kommt das alles so. Mit den ganzen Brücken und alles sowas. Mit den ganzen Brückentools und alles sowas. Wundervoll. So. Macht's. Ja, hier ist natürlich nicht weitergebaut. Wenn wir jetzt geradeaus fahren würden, würden wir jetzt Richtung Hellersdorf, Marzahn da hinten die Ecke fahren. Ne? Hier ist besonders schön. Ich selbst als Autofahrer hasse diese Ecke hier. Firlstraße. Denn du kommst hier echt an die Straßenbahn überhaupt nicht vorbei. Wenn du hinter der Straßenbahn sitzt oder sowas, hast du verloren, ey. Eins ist, wo du nochmal richtig punkten kannst, ist hier nochmal an der Haltestelle. Pech nur, wenn du von vorne ein Auto kommt oder sowas. Oder sogar eine Straßenbahn. Dann hängst du der Straßenbahn da so lange hinterher. Das ist echt Wahnsinn. Das ist schon echt Wahnsinn. So. Gott sei Dank hat das mit dem Laden jetzt wieder funktioniert, jetzt scheinbar. Da hat sich irgendwie wieder gefangen. Aber auch sehr, sehr detailreich gebaut hier, ne? Die ganzen Poller und alles was. Das sind natürlich die Sachen, die natürlich die Performance ziehen. Oh Gott. Glück gehabt nochmal. Hier stimmt irgendwas nicht. Da ist irgendwas über die Gleise gelappt.
Dieser Teerstreifen da, der war nicht so. Ich glaube, der hat eine falsche Priorität gehabt. Uiuiui. Und zwar sehen wir das Ganze hier. Ja, da sieht man es. Da muss irgendwie scheinbar die Teerspur eine höhere Priorität haben, weil die Gleise sind ja da. Da liegt halt bloß die Asphaltdingsbums da, die Asphaltspur höher. Aber das kann man schnell fixen. Ich muss sagen, so mein erster Eindruck auf jeden Fall, es ist, man erkennt alles wieder. Von den Häusern und sowas jetzt mal abgesehen, das ist natürlich jetzt, ne, aber so von der ganzen, wie er gebaut hat, dieser kleine Platz jetzt hier zum Beispiel auf der linken Seite, dieser hier, ja, so wie sich einfach diese Straße hier anfühlt. Es ist wundervoll, es ist großartig gebaut. Ostendstraße. So, hier ist eine richtig böse, böse Ecke hier. Auch hier, ne? Rechts haut es leider mit dem Gebäude nicht hin. Dann ist eigentlich so eine riesengroße Fabrikhalle. Dann müsste man mal gucken, dass man da irgendwie ein anderes Gebäude setzt. Hier auf der linken Seite, das passt tatsächlich. Das Gebäude, das kann man da echt gut benutzen für. Also von daher, schon schön. Schon schön. Hier haben sie an der Parkstraße, an der Haltestelle, haben sie die Haltestellen schon mittlerweile so modifiziert. Hat man bis jetzt auch noch nicht oft gesehen. Da haben die extra scheinbar für Autofahrer hier unten im Boden so eine LED-Leuchten eingebaut, die dich, wenn du von der Seite jetzt hier zum Beispiel kommst, siehst du halt diese LED-Leuchten, damit du ja ausweichst und alles sowas. Also das finde ich auch eine coole Sache eigentlich. Das habe ich auch noch nie so oft gesehen jetzt, ja, dass ich jetzt das jetzt mal ansprechen musste, aber das wäre natürlich auch noch eine Sache, die könnte man bestimmt mal auch dazu modden. Das sind so eine ganz kleinen LED-Lämpchen sind das. Die Straßen mal nicht grün gehabt. Meiner Meinung nach hat die aber
zur selben Zeit grün wie die Straßenbahn. Mysteriös. Das ist ja gerade hier voll Stoff gegeben, ja? So, genau. Jetzt sind wir FEZ und haben jetzt praktisch unser Ende der Strecke erreicht. Freizeit- und Erholungszentrum. So, damit haben wir unser Ende erreicht. Hier ist die kleine Parkeisenbahn. Ist auch, wenn ihr mal in Berlin sein solltet, solltet ihr euch das mal anschauen. Das ist schon echt putzig gemacht hier. Wir haben so praktisch ein kleines Abstellgleis, ne? Und hier würde es jetzt so weitergehen mit Nixonstraße und wie es alles heißt. Ihr seht schon, ne? Da sind schon die ersten, also die Gleise liegen hier schon teilweise. Ja, also er baut da jetzt auf jeden Fall weiter. Also ich würde das echt begrüßen, wenn es da weitergeht. Und dann kommt, wie gesagt, Freiheit, also Altstadt Köpenick und. Also diese Linie ist schon wirklich, wirklich weit fortgeschritten. Deswegen, ich würde dieses Projekt jetzt um Gottes Willen jetzt versuchen, mach so viele Backups wie möglich, damit das halt mit der, nicht wie in der ersten Version passiert oder sowas. Ich finde die Linie 67 großartig, schon alleine, weil ich als Berliner das Ganze tatsächlich auch wiedererkenne, wie wir das Ganze hier abfahren. Von daher muss ich sagen, großartige Arbeit hier an dem Mike hier auf jeden Fall. Wenn euch natürlich Sachen aufgefallen sind, dann könnt ihr es ja gerne mal posten, schreibt es in die Kommentare oder sonstiges. Natürlich sind auch Lob oder sowas gerne gesehen hier in den Kommentaren gegenüber den Ersteller der Map, ja, also... von daher, tobt euch aus, schreibt es in die Kommentare, wir freuen uns auf jeden Fall und ja, bedanke mich natürlich, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann einfach zum nächsten Video wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge Lotus hier auf diesem Kanal. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.